So, willkommen zurück zum Teil 2. Interessantes Gespräch. Victor ist schon wieder da mit dem Hans und mit dem Kreativbrauer von BrewAge. Eine Stunde war schon wieder viel zu schnell vorbei. Danke an alle, die schon wieder da sind. Ich brauche nur noch schnell einen Hans, weil dann kann ich schnell in den Keller gehen. Danke an alle, die schon wieder zurück sind. Immer der Hans hat die Gelegenheit genützt und ist ausgetreten. Macht auch nichts. Ich möchte mal schnell ein Red Out aufholen. Dazu muss ich aber in den Keller runtergehen. Das ist nicht ein Bier, das ich herumstehen habe. Damit es euch nicht zu fad wird, würde ich gerne einen Honso aufholen, einer holen, damit er uns noch ein wenig was erzählt über sein erstes Craft-Bier. Die Frage, haben wir da schon die Antwort erhalten? Ja, dazu ich vielleicht nächste Woche. Also die Woche ist noch der Robby Hasenbruck zu Gast, da ist er schon, der Honso. Der wird am Donnerstag sein. Und nächste Woche habe ich dann einen Banker und einen Buchhalter zu Gast, weil das ist auch gewünscht worden. So, willkommen zurück. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, hast du uns jetzt schon beantwortet, was dein erstes Craft Beer war? Oder Spezialbier? Ich glaube, das kann ich nicht auf einzigen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was es wirklich das erste war. Also wenn man ein Honigbier aus Hofstetten als Craftbier definiert, dann hat das, glaube ich, relativ gute Chancen oder einen Granitbock. Ansonsten kann es sein, dass es ein englisches Bier war, wobei Englisch Craft, also so traditionelle Geschichten wie jetzt der Samuel Smith zum Beispiel. Da gab es immer wieder ein paar Sachen, die es aus einem Hofstettener Flaschenshop zu beziehen gab. Ich könnte jetzt nicht mit Sicherheit sagen, was da das erste war. Egal. Beim Reinheitsgebot waren wir auch zuletzt. Also, das war ja gestern wieder ein Thema in der Diskussion, weil da gibt es halt dann die sagen das Natürlichkeitsgebot oder das oder das oder das. Ja, wie gesagt, uns betrifft es ja in Österreich nicht so extrem. Sagen wir mal, natürlich kriegen wir mit, was bei unseren deutschen Nachbarn passiert, aber direkt betreffen tut es uns nicht, sage ich mal. Also, Hier indirekt, wenn dann die deutschen Brauereien nach Österreich kommen, um hier zu zum Brauen. brauen und das Bier wieder re zu importieren. Also das freut sich dann die österreichische Brauwirtschaft. Jetzt habe ich ein Dilemma. Ich muss ganz kurz in den Keller gehen, dass ich mir ein Red Out aufhole. Jetzt, wenn ich da eine Frage stelle, wo mir die Antwort interessiert, höre ich das nicht, weil ich im Keller bin. Jetzt weiß ich nicht, was ich da. Servus, Stefan. Stefan Haas, der Koch vom Bierkulturhaus, wenn ich das so sagen darf. Der Martin Voigt sagt, wir brauchen in Österreich die bayerischen Milkstouts. Ja, nicht nur das. Die Gurkengosen brauchen wir auch ab und zu. Und die, weiß ich nicht, was nur ist. Wobei, ich glaube, Österreich ist jetzt nicht das einzige Ausweichland. Ich glaube, auch Belgien steht hoch im Kurs, jetzt von Deutschland aus gesehen, und auch Tschechien. Da gibt es ein, zwei Beispiele, die das in diesen Ländern machen. Aber ja, also es hat alles seine Auswirkungen in verschiedenste Bereiche. Also insofern betrifft es uns ja schon, auch wenn man jetzt, wenn man ein Bier braut, das nicht nach Reinheitsgebot ist, das nach Deutschland geht, dann betrifft uns ja indirekt auch. Die anknüpfende Frage an die erste ist dann immer, was ich, aber die Kamba-Story war schon ein Klassiker, ja natürlich. Ich meine, die sind natürlich auch marketingtechnisch, also medial verbreitet worden. Die anknüpfende Frage ist dann immer, was ist denn dein Lieblingsbier? Freibier. Na. Ich als Wirt sehe das aber anders. Ja, na, also das ist jetzt Oder vielleicht ein gibt bisschen es als. die Barke mittlerweile Freibier von zwei Ja, die gibt Brauereien? es ja sogar mehrfach in Österreich. Es sind Ja. halt beides alkoholfreie Biere, aber
beides auch ganz gute alkoholfreie Biere. Also es gibt jetzt nicht das eine Lieblingsbier, wo ich sage, dass das ist es. Das ist ein bisschen situationsabhängig. Also das Kübelbier hat bis heute einen sehr, sehr festen Platz in meinem Herzen behalten. Ich trinke auch ganz, ganz gerne ganz klassisches Pils. Da natürlich haben wir in Österreich, glaube ich, eine ganz gute Hausnummer mit dem Trummer Pils. Muss aber auch sagen, dass ich bin ja öfters mal in Salzburg unterwegs und da verschlägt es mich hin und wieder in die Stiegl-Brauwelt. Und das Stiegl-Pils, frisch gezapft in der Stiegl-Brauwelt, ist absolut eine Offenbarung. Kann ich also jedem nur empfehlen, der dorthin geht, trinkt das Stiegl-Pils. Ist, glaube ich, in Österreich fast ein bisschen Jetzt unterbewertetes Pils. will ich die Aussage nicht schwächen, aber du brauchst ja auch für Stiegl, das muss man auch dazu sagen. Ich brauche für Stiegl, das ist relativ. Da muss er vielleicht kurz ausholen. In Wien gibt es Was die das dazu ist, dann Stiegl-Anlage. gehe ich schnell ums Bier, okay? Machen wir das so, ja. Ist das okay? Machen wir das so. Also, das war gerade die Aussage, die Frage, ich brauche für Stiegl. Das ist teilweise richtig. Also in Wien gibt es die Stiegl-Ambulanz, also eine Außenstelle von Stiegl, eine Gastronomie, die auch eine Brauerei dabei hat, eine Gasthausbrauerei, 10-Hektoliter-System, das also nach wie vor hin und wieder in Betrieb ist. Also, vor vielen Jahren wurde dann sehr regelmäßig gebraut und ich meine auch, dass das Stiegl Paracelsus, also das Zwickel, ganz ursprünglich mal in der Stiegl-Ambulanz mehr oder weniger entwickelt wurde. Und da wurde also auch sehr regelmäßig, also wurden sicher einige hundert oder wenn nicht sogar 1000 Hektoliter in der Stiegl-Ambulanz gebraut, das Hausbier. Zwischenzeitlich hat man den Betrieb ein bisschen nach unten gefahren und jetzt vor 3, 4 Jahren wieder ein bisschen reaktiviert, auch leicht umgebaut, was die Tanks betrifft. Und jetzt wieder so mehrmals im Jahr werden dort Biere gebraut. Meistens auch kreativere Sachen, also zum Beispiel mal zu Weihnachten ein Honigbock. Wir haben da schon mal ein Summer Ale gebraut, also leichteres Bier mit Mosaik gestopft. Und jetzt vielleicht zum Kontext, was ist mein Part dort? Also ich bin dort nicht Braumeister, ich bin dort jetzt auch nicht, ich bin da klassisch, also jetzt nicht ein Stiegl-Mitarbeiter, sondern Hintergrund ist der, Blue Ridge und Stiegl verstehen sich, glaube ich, ganz gut. Wir schätzen einander sehr, sehr und verstehen uns auch privat, zum Beispiel mit Trinker Markus, Kreativbraumeister von der Hausbrauerei in Salzburg, sehr, sehr gut. Und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und wurde herausgestellt, dass es für die Stiegl sehr aufwendig ist, den Braubetrieb in der Stiegl-Ambulanz zu betreiben, weil dafür, dass permanent ein Brauer von Stiegl in Wien wäre, ist es einfach vom Aufwand her, also von den Aufgaben, die anfallen, zu wenig und zu unregelmäßig. Und ansonsten müsste also immer jemand aus Salzburg nach Wien fahren, um dann zum Beispiel im Laufe der Gärung wenige Handgriffe zu machen. Und deswegen, ich wohne ganz in der Nähe, deswegen habe ich irgendwann mal angeboten, du pass auf, also so Sachen wie Gärführung, mal Hefe abschießen etc., das kann ich ohne großartigen Aufwand nebenbei machen. Das heißt, ich bin einfach vor Ort so ein bisschen jemand, der hin und wieder mal reinschaut, schaut, dass alles passt. Und ein bisschen aushilft. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Braumeister, der bei Stiegl ist. Ich habe in der Außenwirkung auch relativ wenig bis gar nichts zu tun. Das ist also schon alles in der Hand vom Trinker Markus und von der Stiegl. Bin einfach jemand, der in der Nähe wohnt, der, wie gesagt, dann im Laufe der Gärung öfters mal reinschaut, schaut, dass alles passt, weil ich einfach räumlich sehr, sehr nahe dabei wohne. Das ist die Antwort dazu. Ja. Stefan sagt bloß Mahlzeit, Essen, am Burger, trinke ein Paracelsus. Paracelsus ist Zwickel von der Stiegl, nicht? Ja. Der Roland sagt Rekordzeit, also mit meinem derzeitigen Kondition ist das wirklich Rekordzeit, weil ich sage mal, die ganze Quarantäne und Geschichte ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich bin sicher wieder im Höchststand meines Übergewichts. Das neue Hell ist auch eine Granate, sagt der Martin. Stieglpilz ist ein sehr gutes Bier. Kraut von Enke und Kraut. Bikes Beer Brewery sagt Freibier für alle auf deine Aussage, Freibier ist dein Lieblingsbier. Also das ist ja halt immer so eine plumpe Antwort, die kommt einfach in Verkostungen auf Festivals ganz, ganz oft. So, und dann, bevor man das überlegt und in der Situation trinke ich gern das, sage ich mal, gibt es eine kecke, freche, geschwinde Antwort, dann ist einmal jeder erheitert und dann kann man das Thema nochmal aufpassen. Aber Ich habe die hab Frage auch kommt eine ähnliche noch. Antwort, nur die geht in eine andere Richtung. Ich sage aber, es ist das verkaufte Bier.
Das ist Also wenn ich natürlich auch für uns als jemand, der vom Bierverkauf lebt, eine sehr, sehr richtige Antwort. So, man muss schon genau schauen, dass sie sich unterscheiden, sage ich jetzt einmal. Auf den ersten Blick, man sieht es gleich an die Prozente und da ist halt, wie gesagt, 3 und da führt der Dreier. Das andere Also habe ich auch das, noch da. wo es steht, ist, stammt aus einer Zeit, wo wir es noch nicht durchnummeriert haben. Also das ist jetzt quasi das Nummer 1, wenn man so möchte. Dann gibt es die Edition 2017, steht vorne drauf. Das wäre quasi die Nummer 2. Was ist Das da? ist das, genau. Und dann gibt es also das Redout 3. Aber eigentlich müsste ich mit dem 3 anfangen, weil das ist ein wenig leichter bis 17er. So werden wir das mal machen. Also der Unterschied ist auch die Edition 2017, die springt vielleicht ein bisschen aus der Reihe. Weil bei der Edition 2017 haben wir noch Rotweintrauben vergoren oder in der Nachgärung zugegeben. Was ist da Deswegen ist zugegeben? Das habe ich jetzt nicht gehört. ein Rotweinmaische, also quasi Rotweintrauben, Okay. beziehungsweise den Saft davon. Also vielleicht Der kurze Most. Erklärung, was ist Red Out? Also Red Out ist ein Sauerbier, das wir seit längerem immer wieder im Sortiment haben. Ist ein Bier, das zuerst klassisch mit einer Ale-Hefe im Edelstahltank vergoren wird. Dann transferieren wir das in Rotweinfässer, impfen das in Rotweinfässern mit einer Mischkultur aus wilden Hefenbrettern und Mizzesheben, aus Milchsäurebakterien an und versäuern das Bier quasi bewusst und lassen das bis hin zu mehreren Jahren im Rotweinfass reifen. Und wenn es dann die gewünschte Reifung erfahren hat, wird es dann nochmal in die Flasche gefüllt und mit Flaschengärung dann quasi veredelt. Und eben bei der Nummer 2 ist vor dem Abfüllen sind dann nochmal Rotwein Trauben bzw. eben Rotweinmaische dazugekommen. Die Kerstin fragt, ob das Papier außenrum reines Marketing ist oder ob es einen Zweck erfüllt. Also reines Marketing. Man muss dazu sagen, dass diese Limited Editions, die wir da haben, oftmals nur Auflagen von wenigen hundert Flaschen sind. Wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass ich Etiketten bestelle, dann sind so Kleinauflagen sehr, sehr aufwendig und extrem teuer und sehr unflexibel. Deswegen, dass schiefe Etiketten verstecken, da sind also keine Etiketten drunter. Deswegen haben wir uns da diese Art der Verpackung ein bisschen ausgetüftelt, verpacken das händisch und ist somit, sage ich mal, eine bisschen eine flexiblere Verpackung für uns. Das ist wirklich ein Riesenaufwand, dass wir wirklich das alles händisch zu zweit, wenn man geübt ist, schafft man in einer Stunde so 100 bis 120 Flaschen. Also wir haben schon so manche Stunde da mit dem Einwickeln, Verpacken verbracht. Und ja, das ist also der Hintergrund hinter dieser Verpackungsform. Das hört jetzt der Roland nicht gern, weil der war bei Matzek beschäftigt, aber ich kann da auch ein Lied singen, also über Kleinmengen an Etiketten für meine, also wenn ich jetzt sage, meine Biere ist ein bisschen anmaßend schon fast, aber für die Biere, die in der regionalen Brauerei, jetzt ist bei mir die Riederbrauerei, für mich gebraut werden, die dann unter meinem Label verkauft werden, weiß ich auch, was da zusammenkommt. Da bist du gleich mal bei 1 € oder 2 sogar nur für die Ver Das ist die gesamte Etikettengeschichte. Also da reden wir von einer Etikette, von einer Banderole und von einem Neckhänger in dem speziellen Fall. Also die Papierverpackung ist vom Material her, sage ich mal, einigermaßen günstig. Dafür erkaufen wir uns das sehr teuer mit unserer eigenen Arbeitszeit. Aber als Selbstständiger muss man halt vielleicht einmal ein bisschen ungenauer rechnen, dann geht das ja auch wieder aus. Selbstverständlich. Ja, an sich ist es Ja. ansprechend, ist ja nicht aufgeklebt, weil ich sage jetzt einmal, es gibt ja auch eine deutsche Brauerei, die dieses System anwendet. Das sind aber aufgeklebte Etiketten, die kommen natürlich in der Bierwelt nicht so gut an, weil die nämlich, ich sage jetzt vorsichtig, elendig zum Entfernen ist, wenn es einmal aufgeklebt ist, dann diese Papiergeschichte. Das ist, glaube ich, eine Unterscheidung zu dieser Verpackungsform der deutschen Brauerei und zu uns ist, dass dadurch, dass wir das händisch aufbringen, das Papier ist in keinster Weise mit dem Glas verbunden, ist also, sage ich mal, von der technischen Ausführung her schon sehr, sehr unterschiedlich. Tschüss. Meine Mutter ist gerade heimgegangen. Aber das hat auch einen hohen Invergärungsgrad. Ja, Zumindest in der. die sind alle eher
Also du hast jetzt die Edition 2017, oder? Nein, Oder jetzt hast du drei. das 3er? Das 3er hat nicht so einen hohen wie das 1er, da liegen wir so bei knapp über 90% Verjährungsgrad. Was heißt das? Diese Mischkultur, die man dazu setzt. Also diese wilden Hefen, diese Brettanomyces und die Milchbärbakterien, die haben die Eigenschaft, dass sie einen gewissen Restzucker, gewisse, sag ich mal, Dextrine vom Malz her, von der Würze her noch weiter vergären können, was eine klassische Bierhefe nicht kann. Das heißt, das Bier wird einfach trockener, der Alkoholgehalt steigt und ja, also klassisch im Bierbereich ein gefürchteter Bierschädling, sogenannte Übervergärer, die also das Bier weiter vergären können wie klassische Hefe. Hier setzen wir es bewusst zu. Und die Kerstin sagt noch wegen einem Pfand, aber Pfand ist in Österreich anders geregelt wie in Deutschland. Also bei uns gibt es nicht den zwingenden Mehrwegpfand. Ich gehe davon aus, dass es eine Einwegflasche ist. Wobei es nicht weiß, kann ich nicht sagen. Ist es Einweg oder Mehrweg? Es ist eine mehrwegfähige Flasche, also wenn du das zurückgeben willst, einfach mal oben beim Hals drehen, dann reißt das Papier und dann fällt es eh schon auseinander und dann kann man es quasi die nackerte Flasche in Pfandautomaten schicken. Und dann hast du dann die Frage schon beantwortet, die Rückgabe am Automaten im Supermarkt sehe ich problematisch. Also Papier entfernen und dann kann man es zurückgeben. Also man muss dazu sagen, das sind Auflagen, die einerseits zum Teil nur wenig hunderte Flaschen groß sind und zum anderen, wo relativ wenig Flaschen von diesen wenigen 100 ihren Weg in erster Linie in den deutschen Markt finden, wo also jetzt eine Rückgabe im Pfandautomat so stattfinden würde. Also das ist, glaube ich, von daher auch relativ unproblematisch. Wie gesagt, da geht es um ganz, ganz wenige Flaschen, die da den Weg nach Deutschland finden. Achso, noch da ist noch okay. Ja. Schon klar. Naja, da bräuchte es ja dann eine eigene EAN-Nummer, theoretisch, wenn es das in Deutschland versinkt ist. Du musst es unterscheiden, ob es jetzt eine deutsche Einweg- oder Mehrweg ist. Dadurch, dass es die Standard-deutsche Longneck-Flasche drunter ist, ist es in Deutschland mit 8 Cent Pfand. Und dann, wie gesagt, Papier runter und dann schluckt es der Pfandautomat mit Freude, weil nichts drauf ist, was den Scanner stört. Ja. Ich meine, man muss die Biere natürlich mengen, aber ich finde es ein sehr gutes Bier in dem Bereich. Also die werden alle in roten Fässern gereift, die Red Out. Da haben wir einen guten Bekannten von uns, den Alex vom Weingut Zahel aus Wien. Wo wir die Fässer sah sehr frisch entleert bekommen. Und da war auch ein Rotwein-Cuvée drinnen. Ich meine, dass man das im fertigen Bier wieder merkt, dass das irgendwas mit Rotwein oder zumindest sehr beerigen Früchten zu tun hat. Und Wie groß sind die Fässer? das Barrique, sind 200. 250. 225 Grad ist bei Barriquefassgröße. 6 Liter Flüssigkeit tauschen Sie da scheinbar aus in so einem Barriquefass. Also 6 Liter von der Vorbelegung laugst du mit der nächsten wieder aus. Also müssen wir ausrechnen, wie viel Prozent das sind oder wie viel Promille. Aber habe ich mal irgendwo gelesen. Also die Änderung vom Alkoholgehalt jetzt bei den im Holzfass nachvergorenen Bieren, die ist natürlich in erster Linie dadurch gegeben, dass einfach auch das Bier höher vergoren wird. Dass also da die wilden Hefen nochmal den Restextrakt wegfressen. Dann ist ein Nein. Holzfass ja nie ganz, ganz, ganz dicht. Das heißt, du hast einfach eine gewisse Verdampfung von Wasser und aber je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Fasses steht auch Alkohol. Das heißt, das sind ganz viele Parameter. Also ich kann nur das sagen, bei der Bedingung, was wir lagern, wenn ich da jetzt eine Würze einfülle oder ein Bier, das nachvergäre und 3 Jahre stehen lasse, füllen ja, sicher 30 bis 40 Liter, die nachher weniger im Fass sind. Weiß nicht, dass da wer ist und wer kostet. Also das ist natürlich in dem Verlust mit einbegriffen. Allerdings sind diese Zwickelproben finden relativ selten statt, einfach deswegen, weil dieser Prozess, diese Nachgärung sehr langsam vonstatten geht. Also sprich, die Veränderung im Geschmack, die ist sehr langsam. Das ist jetzt nicht so, wenn ich da heute eine Probe rausziehe, dass die morgen schon wieder ganz anders schmeckt, sondern da geht es eher im Abstand von 2, 3 Monaten, wo man mal ein bisschen was kostet. Und dann auch meistens nur alleinig oder zu zweit und jeweils weniger als 0,1. Also der ausschlaggebende Mengenverlust ist in dem Fall wirklich durch das, was übers Holz hinweg verdampft.
Aber das habe ich nicht gemacht mit dem Prozent, sondern ich habe gemeint, wie viel Prozent Anteil an Rotwein sich dann tatsächlich in dem fertigen Bier befindet. Weil wenn ich sage, 6 Liter zu 200 irgendwas Liter, weil ganz randvoll, ich werde das nicht machen können, nehme ich an, ohne dass ich es weiß. Das sind irgendwo bei 3 Promille oder was. 3%, 3%. Also das Konto. Und von daher sind etwa 3% Wein im Bier, sage ich jetzt einmal so. Sagen wir mal Bier. Eine Frage, die aber für Furore sorgt und wo es ja auch keine echte Antwort gibt, aber jetzt hat es mal die sehr viel von oder auch fast ausschließlich diese Dinge prägen. Was ist für die Craft Bier? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die es, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, also Definition gibt es nicht, gibt es auch, glaube ich, was heißt Gott sei Dank, ist die Frage, ob wir unbedingt eine brauchen, weil was ist der Zweck einer Definition? Der Zweck einer Definition ist sicher auch immer, um gewisse Sachen draußen zu behalten, was ja in gewisser Hinsicht durchaus eine Berechtigung hat. Also was ist Craft Beer? Ganz ehrlich, ich kann es dir ja nicht in zwei Worten sagen. Es Wir haben muss Zeit. in erster Linie authentisch sein. Es muss schmecken. Es sollte in gewisser Weise kreativ sein und vielleicht ein bisschen mehr kreativ sein, als jetzt dann nochmal die zum 100. Mal ein Zitronen und ein Mosaik in einer anderen Kombination irgendwo reinzuhauen. Ich glaube schon auch, dass das Thema, und das ist ja gerade in den USA sehr, sehr genau definiert, was die Besitzverhältnisse betrifft von Brauereien. Also ich glaube, es dürfen ja maximal 25% einer Craft-Brauerei im Besitz sein von jemandem, der nicht selber auch eine Craft-Brauerei ist, um so heißen zu dürfen. Das sehe ich schon auch irgendwo so, dass ich sage, man jetzt gibt in den USA einige sehr namhafte Brauereien, die zu 100% an internationalen Braukonzernen gehören, wo die natürlich nach amerikanischer Definition keine Craft-Brauereien mehr sind oder sich nicht so nennen dürfen. Und das, denke ich, spielt so ein bisschen ins Thema Authentizität rein, wobei da, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden muss, was ist für einen authentisch oder nicht. Also ich glaube, es ist schon eine sehr persönliche Frage. Und ich sage immer, auf Craft-Befesten oder Verkostungen, sage ich immer, also ich schreibe mir jetzt nicht, ich definiere Blue Age nicht als über wir sind Craft Beer. Ich sage immer, wir machen das, was wir für richtig halten, was uns schmeckt, geben uns sehr viel Mühe dabei und ob wir jetzt Craft Beer sind oder nicht, das darf jeder Konsument selber entscheiden. Wenn einer sagt, ja, wir sind Craft Beer, dann glaube ich, fasse ich das eher positiv aus oder nehme es als Kompliment und das hätte jetzt aber noch nie einer gesagt, nein, ist jetzt nicht Craft Beer. Also die Diskussion von der Seite, um mich als Craft Beer zu reklamieren oder argumentieren zu müssen, die habe ich eh noch nie gehabt. Also ich sehe das als sehr vielfältiges Thema. Wenn du mir jetzt fragst, bin ich Craft Beer, ganz ehrlich, stelle ich die Frage zurück. Würdest du sagen, dass ich Craft Beer bin? Ja, grundsätzlich ja, nur den Begriff Craft Beer gibt es ja per se nicht, sondern es gibt immer nur, wie du ja schon richtig eruiert hast, immer nur, es gibt Craft Brauereien, aber es gibt den Begriff Craft Beer nicht. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ist ja jedes Bier, das in einer Craft Brauerei hergestellt wird, ist es automatisch Craft Beer oder gibt es da Abwandlungen? Weil, wie gesagt, der Begriff ist nicht eindeutig definiert. Als Craft-Brauerei würde ich auf alle Fälle bezeichnen. Ich meine, es gibt jetzt in Österreich auch dazu keine fixe Vorgabe meines Wissens. In Amerika ist es so, nehmen wir einen Hektoliter maximal 25% in Konzernhänden oder in nicht privater oder wie auch immer. Und es gibt ein paar so Vorgaben dazu. Ja, stellen wir halt dann die Frage, ich meine, dann wäre das theoretisch auch Craft nach dieser Definition. Kann man jetzt eh sagen, ja, es ist eh oder es ist nicht. Na, die machen auch nicht 9 Millionen Hektoliter. Und sind auch nicht den Also nach Konzernhänden. der amerikanischen Definition wäre es natürlich Craft Beer. Aber da vielleicht ein anderer Aspekt noch, der auch sehr interessant ist, und ich glaube, in Italien gibt es das seit ein paar Jahren, was heißt der Definition, aber in Italien glaube ich, also in Italien ist ein Gypsy-Brauer per se, glaube ich mal, kein Craft-Brauer. Und die drehen den Spieß sogar, soweit ich das jetzt informiert bin, sogar um und sagen, eine Brauerei, die für jemand anderen Gypsy-Brauen, Lohnbrauen macht, darf sich selbst nicht mehr als Craft-Brauerei
bezeichnen. Und das finde ich einen spannenden Ansatz, der ja eigentlich so ein bisschen, wenn man den jetzt auf uns überträgt, ja gegen uns sprechen würde. Die Hintergründe kann ich einigermaßen nachvollziehen, andererseits wieder nicht, weil, also man hat ja hin und wieder das Gefühl, dass in der öffentlichen Diskussion Craft Beer als überlegen, als qualitativ die Vollendung dargestellt wird und dass ja ein normales Bier ja nicht zum Trinken ist und auf Untappd kann ja ein Märzen aus einer österreichischen Großbrauerei maximal 2,75 Punkte haben und IP hat automatisch schon mal ein bisschen mehr, weil das schmeckt ja noch mehr, noch intensiv. Und jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, es gibt auch viele Biere aus großen Konzernen, die geschmacklich vielleicht nicht immer überzeugen, wobei da muss man jetzt auch ganz vorsichtig sein und unterscheiden. Das eine ist geschmacklich, trifft den persönlichen, die persönliche Vorliebe und das andere ist die auch objektiv messbare Qualität und Reproduzierbarkeit. Und also, dass eine Reproduzierbarkeit und Qualität unabhängig davon, ob ich 100 Hektoliter im Jahr mache oder 10 Millionen, die sollte immer gegeben sein. Das andere ist die geschmackliche Präferenz und das ist auch ein sehr ideologisches Thema. Und da muss man auch sagen, es gibt viele Craftbrauereien, die hervorragende Biere machen, auch aus technologischer Sicht auf einem Level arbeiten, das gigantisch ist. Und es gibt aber halt auch Biere, die unter Craft Beer fallen, die ganz offenkundige technologische Fehler haben. Und dann muss ich aber so weit sein und objektiv sagen können, dieses Bier ist schlecht. Und nicht sagen können, na, das muss so, das ist so, weil das ist ja Craft und kommt aus einer kleinen Brauerei. Und da gibt es halt auch, ich kenne diese Diskussion von ein paar kleinen lokalen Brauereien, wo eine auf einem sehr hohen technischen Niveau arbeitet, mit sehr viel Know-how und die andere das Ganze quasi so Learning by Doing macht. Und der eine sagt über den anderen auf den Festl immer, na ja, mein Bier heute nur 2 Wochen, weil ich hau ja nichts eine. Und kriegt der andere natürlich Wind und ist auch zu Recht ein bisschen erbost darüber und sagt, du, wenn du dich schon so abgrenzen musst, dann sei einfach ehrlich, sag, du arbeitest nicht sauber, weil meine, im Endeffekt ist es mikrobiologisch verunreinigt. Aber nur weil den sein Bier länger hält, hast du ja nicht der, dass der schummelt, dass der was eine hat. Und das dann halt Sachen, die Das könnte man aus der Aussage suggerieren, schwierig genau. sind. Also sehr, sehr vielfältiges Thema. Was ist Craft Beer? Ich kann es dir nicht in der Kürze sagen. Ja. Ich mache gleich noch weiter. Der Benny Grünanger sagt, Craft ist handwerklich gebraut, Fragezeichen. Da sind wir sich relativ einig. Die Frage ist, wenn ich sage, Amerika 9 Millionen Hektoliter handwerklich braun, da muss man dann sagen, wo grenzt sie handwerklich braun ab? Also wie lang braucht man handwerklich? Und ab wo ist dann, weil gerade der Martin Seil gekommen ist, wenn ich eine holzbefeuerte Anlage habe, wo ich noch rühre und von mir aus händisch schrote und nur mit dem Kübel anleitert, ohne Pumpen, dann ist das für mich handwerklich. Nur 9 Millionen Hektoliter im Jahr machst du nicht so. Also das war nicht finanzierbar. Das kann ich mal ganz. Und da herrscht, glaube ich, ein bisschen eine falsche Vorstellung. Also ich durfte selber in einer relativ mittlerweile sehr, sehr großen amerikanischen Craft-Brauerei während meines Studiums ein Praktikum machen. Und wenn du in diese Brauerei reingehst, rein optisch, schaut das nicht anders aus wie bei einer Schwechat, einer Otterkringer oder bei einer Zwettler. Also das sind Brauereien, die höchstgradig automatisiert sind, die das feinste vom feinsten Equipment dastehen haben. Und also da steht auch keiner mehr und rührt händisch um und trocknet Kiebel von A nach B, sondern rein vom Automatisierungsgrad her ist es, also die sind zum Teil höher automatisiert wie manche österreichischen mittelständischen Brauereien. Und dann ist die Frage, der Passus handwerklich, also wo fängt er an, wo hört er auf? Und ich glaube, in der Definition dieser dritte Punkt der Brewers Association bezieht sich also ein bisschen auf, einerseits zu sagen, wir verschreiben uns einem Handwerk, wenn handwerkliche traditionelle Methoden an und andererseits aber dieser kreative Aspekt. Also, dass man eben auch Biere mit Früchten, mit Gewürzen macht, der ja, also sich nicht widerspricht, aber es in ein bisschen unterschiedliche Kerbe einschlägt. Nur dann muss man sich ja fragen, gewisse Kreationen, die dann heutzutage am Markt sind, also die treiben das für mich ad absurdum. Das Thema Pastry Stouts, also quasi so ein Imperial Stout mit 8, 10, 12%
wo dann nicht nur ein Kaffee drin ist, sondern auch noch ein Zimt und Marshmallows und Faschingskrapfen und Gummibärli. Also das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, aber Biere mit Donuts und allerhand Gewürzen und dann vielleicht noch ein bisschen Ahornsirup dazu. Das gibt es alles und mit Milchzucker schön aufgesüßt, das schön voll und schwer schmeckt. Aber also das sehe ich wieder ein bisschen kritisch, wo ich sage, ich meine, das kann schon absolut witzig und genial schmecken, aber das, da ist die Grenze, was ist Bier, was ist nicht mehr Bier, für mich schon manchmal ein bisschen überschritten. Darum sage ich ja, es ist mit den Bierstilen wird es ja auch schon langsam auf die Spitze getrieben. Es gibt ja bald nichts mehr, was man noch nicht irgendwo in irgendeiner Form probiert hat. Es werden auch die Bierstile selbst ausgereizt. Also, wenn man sagt, vor 5, 6, 7 Jahren war India Pale Ale bei uns noch unbekannt, sage ich jetzt einmal vorsichtig. In Österreich nämlich, also nicht jetzt bei uns in Riez, sondern auch in ganz Österreich. Oder 8 Jahre Wobei war wir der. in Österreich erwähnt, der Frau Stetten war, die schon sehr früh ein India Pale Ale gebaut haben. Ja, genau. Also, das ist schon, glaube ich, eine gewisse Pionierrolle. Genau. Ich schenke mir da ein Bier ein, weil der Fructosaurus ist schon Ja, dann. verdampft. Und zwar habe ich da kürzlich ein Paket erhalten aus Ingolstadt von Jenke und Kraut. The Dry Humor and Brut IP, also auch ein sehr, sehr interessanter Bierstil, der, glaube ich, Da sind immer wir eh von schon Craft dort. Beer. Also vor 8 Jahren hat es nicht der IP gegeben, Gefällt. jetzt gibt es ein Brut-IP, ein New England IP, ein Schieß mich tot IP. Weiß ich nicht. Und so entwickelt sich das halt. Und jetzt gibt es dann Unterkategorien zu jedem Bierstil. Und da wird es auch schon, ich sage jetzt einmal, für mich als Biersommelier schon ein bisschen, dass ich da hinten nachgekommen bin, wieder da habe ich auch zum Schauen, zum Zuschauen. Wobei a dry, also gut, IPA, sage ich mal. Etwas ist, das rein von der Herstellungsart zum Beispiel auch innerhalb des Reinheitsgebots machbar ist. Und da gibt es auch eine österreichische Kleinbrauerei, die das macht und gemacht hat in der Vergangenheit, die da sehr viel Aufwand betreiben. Weil, also vielleicht ganz kurz von weg, was ist ein Brut-IPA? Ein Brut-IPA ist ein India Pale Ale obergärig und soll so ein bisschen die Brücke zum Champagner schlagen. Ganz, ganz trocken vergoren. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei den Brettern und Mützes, wobei man hier keine Wildhefen einsetzt, sondern wo man ganz, ganz oft einfach Enzyme in die Maische oder zum Teil auch in den Gärtank reinkippt, die Ja, die sämtlichen Amylase hat zwickt praktisch, den unverkehrbaren Zucker verkehrbar macht, so Glykogendiesterine in verkehrbaren Zucker oder Maltose aufspaltet und dadurch hat das Bier quasi gar keinen Malzkörper mehr. Das ist furztrocken, hat einen höheren, einen Endverkehrungsgrad. relativ höheren Alkoholgehalt und dadurch, dass es keinen Malzkörper hat, kommt der Hopfen natürlich umso mehr durch. Einerseits von der Bitterkeit her, das heißt, das muss man gezielt dosieren. Wenn man versucht, beim Brut-IPA auch Hopfensorten einzusetzen, die von der Aromatik so ein bisschen ins Weinartige, Champagnerartige erinnern. Also da gibt es zum Beispiel einen Nelson Sauvin, einen Hopfen aus Australien, Neuseeland, der also von vornherein so weinige Komponenten mitbringt. Und das ist so ein bisschen das, worum es beim Brut-IPA geht. Und es gibt aber auch Methoden, wie man ein Brut-IPA auf ganz, ganz klassische Art und Weise brauen kann, indem man aufwendig einen Malzauszug herstellt. Und jetzt muss man überspitzt sagen, ein Diätbier, also also ein brennwertreduziertes Bier, das ist ja auch nichts Neues. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und das spielt ja jetzt rein vom Grundprinzip her so ein bisschen in die Richtung, dass man den Restextrakt im Bier wegkriegt. Nur machen die das nicht, indem sie Enzyme reinkippen, sondern indem sie sich an Malzauszugs bedienen. Und ich behaupte mal, dass die meisten Brut-IPAs im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum eben nicht auf die klassische, traditionelle, handwerkliche Methode über Malzauszug hergestellt sind, sondern über die Methode, ich kaufe mir Enzyme, kippe die rein und dann passiert das von alleine. Aber das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Ich schenke mir das jetzt mal ein und ich kenne das Bier schon. Ich habe mir vorgestern eine Dose davon gegönnt. Finde das sehr lecker. Von der Brautechnologie dahinter weiß ich nicht, wie es Henke und Kraut macht. Aber ich nehme mal an, dadurch, dass sie in Deutschland zu Hause sind, wahrscheinlich eher über eine reinheitsgebotskonforme Methode. Prost. Der Graur ist nicht mehr da von Enke und Graf Prost. Der Bike Beers Brewery, Rocky Mountain, Oyster Bier haben so von dem. Ist das also ein Brut-IP? Na, also Rocky Mountain Oyster Stout ist was ganz was anderes. Dazu muss man vielleicht wissen, was sind Rocky Mountain Oysters. Das ist eine Spezialität in Colorado oder
Bereich der Rocky Mountain, und das sind frittierte Stierhoden. Also Rocky Mountain Oyster sind keine Muscheln, sondern frittierte Stierhoden. Und in Denver gibt es eine Brauerei, die macht den Rocky Mountain Oyster Stout. Ja. Also so wie Mangalitsa von der Brauküche. In etwa, ja. Also Mangalitsa Stout, glaube ich, sogar. Weiß jetzt gar nicht genau, du. Also der Graf Geri, der weiß, du bist Bescheid. Er schreibt da, mein Papa ist Bäcker und er braut seit einem Jahr daheim. Ich habe ihm noch nichts von Pastry Stouts erzählt. Also er lässt sich noch ein bisschen auf der klassischen Schiene, was die Stilistik betrifft. Ja, da gibt es ja nur eine große Klaviatur bei den klassischen Bierstile, sage ich mal. Aber das war eher eine Frage. Hast du schon mal für dich nachgerechnet, wie viele Bierstile gibt es denn überhaupt? Wie viele Bierstile es gibt. Hm. Also ich glaube, die einfachste Art und Weise, um das heutzutage herauszufinden, ist, man schaut auf Untappd, wie viele Kategorien hinterlegt sind. Ja, da gibt es alles, was es auch nicht gibt. Nein, keine Ahnung. Es gibt ja da verschiedene Klassifizierungen, zum Beispiel das Beer Judge and Certification Program, das BJCP. BGCP Program, das ja auch immer wieder überarbeitet werden muss, einfach weil es ja immer neue Bierstile gibt. Wie viele es sind, ich kann jetzt keine Zahl nennen, aber es wären schon irgendwo, also sagen wir es mal so, beim European Beer Star gibt es, glaube ich, knapp um die 60 Kategorien. Und der European Beer Star ist jetzt nicht zwangsläufig der progressivste Wettbewerb, was Stilistik betrifft, sondern eher ein bisschen traditioneller angehaucht. Also das hängt ja davon ab, welche Unterkategorie zählt man da jetzt noch ein und nicht. Genau. Also Also mit den Unterkategorien gibt es beim genannten European Beer Star schon eine doppelte Menge an Bierstilen fast. Und beim World Beer Cup das selber nur mehr. Und jetzt ist es aber so, dass sie die nicht immer überschneiden, weil World Beer Cup ist sozusagen das Internationale. Und beim European Beer Star sind offiziell nur europäische Bierstile zulassen. Zwar weltweit von den Brauereien, aber halt europäische Bierstile. Und jetzt habe ich das selber mal für mich recherchiert und da bin ich auf ungefähr 200 kommen mit gewissen Unterkategorien. Da habe ich aber nicht auseinandergedröselt, wenn da steht Biere mit alternative Cerealien. Da habe ich dann nicht hergegangen und habe gesagt, okay, welche Cerealien gibt es und habe das auch nochmal aufdröselt. Sondern nur mal so. Also du bist bei etwa 200 Bierstile. Und das ist eh eigentlich beachtlich. Und wenn es jetzt österreichisches Märzen heuer erstmals beim European Beer Star, sagt der Oliver. Auch spannend. Und wenn du jetzt aufs Straßen rausgehst und dann fragst, der vorbeigeht, wie viel nennt er der Bierstile? Von dem abgesehen, dass er zuerst einmal Marken nennt und dann musst du mal erklären, was der Stil ist. Ist auch klar und okay. Aber da kommst du dann auf 5 wahrscheinlich, schätze ich mal. Also, also da wird Weizen ein oder Heidbier Pilz, kennen, Märzen, Pilz, Pils, Bochum, immer dann ein Bockbier. Radler dort. Ja, wenn das auch Bierstil ist, dann ist. Genau, da werden wir bei 5 gut dabei sein. Wenn sich einer ein wenig mit dem Thema Bier befasst, dann Kinder vielleicht noch auf Zähne. Dann kennt er vielleicht ein dunkles, alkoholfreies und weiß ich nicht was noch. Und geben dort aber 200. Und das ist eigentlich dieser, was natürlich dann ein bisschen mannigfaltig macht. Und auch für uns Biersommelier ist ein bisschen schwierig, weil dass du immer diese ganzen 200 auseinander kennst. Nur dazu sind ja da viel dabei, das du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie getrunken hast. Also es taucht immer wieder irgendwo was auf, was ich auch noch nicht getrunken habe. Wobei ich jetzt sage, okay. Wahrscheinlich habe ich schon relativ viel verkostet, bin aber nicht auf einem Level wie der Karl Schiffner zum Beispiel oder irgendwer. Aber wer ist das Beispiel für AT Merzen? Ja, da gute Frage. Schwächert Also ich glaube, da gibt es einige Beispiele und da gibt es sicher nicht das Beispiel, wobei ich behaupte, dass so ziemlich alle größeren Märzen aus Österreich werden die Kategoriebeschreibung oder die Anforderungen für die Kategorie Märzen erfüllen. Und dann geht es um Feinheiten. Man muss ja aber sagen, wer setzt denn die Benchmark? Weil, wer definiert diese? Weißt du, was ich meine? Wer sagt, das ist das, wie man das Bier vorstellt? Weil das hat ja auch sicher einen Wandel im Laufe der Technologisierung durchgemacht. Ein Märzenheid hat vor 100 Jahren sicher anders geschmeckt. Also das glaube ich nicht, dass das eins zu eins dasselbe Bier ist. Also Aber beim so Bierstar gibt es schon relativ konkrete Vorgaben, was die Kategoriebeschreibung betrifft. Also da steht oftmals auch mit drinnen der und der Bereich Stammwürze, Alkohol, Bittereinheiten, Farbe.
Das spricht ja nicht ab, aber das hat ja auch wer gemacht und der ist auch nicht 150 Jahre alt, verstehst du? Also praktisch, wo der Bierstil historisch herkommt, das ist wahrscheinlich was anderes als wie das, was man heute definiert dafür. Und darum stelle ich die Frage, wer definiert es, was jetzt die Benchmark ist, also was diesen Bierstil ausmacht. Und dann kann man sagen, okay, wer lehnt sich an das an? Also wer von den großen oder kleinen Brauern versucht, das zu machen? Grundsätzlich ist es sicher so, dass er jeder für seinen Markt braucht und nicht für den Bierstil. Es ist einmal behauptet worden, dass Gösser drei verschiedene Märzen braut hat. Also für jede Gegend in der Steiermark anders Märzen. Ob es stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber das Thema hast immer mit einem Bier, das so, wie soll ich sagen, so oft getrunken wird und halt, wo so viel. Da gibt es ja, wie beim Fußball, wo wir 8 Millionen Teamchefs haben, haben wir beim Bierbrauen 8 Millionen Bierbrauer wahrscheinlich. Die sagen, ja, wenn ich ein Bier brauche, dann mache ich das auch so. Verstehst? Ist halt meine Erfahrung als Wirt. Und von daher ist das immer ein schwieriges Thema, sage ich mal. Da tun sich die Hobbybrauer wieder ein wenig leichter, weil der kann auf einen Wettbewerb hinbrauen. Das kann eine traditionelle Brauerei weniger, sage ich mal vorsichtig. Also ich sage mal, wenn ich jetzt als Brauerei für einen Bierwettbewerb einreiche, dann schaue ich natürlich schon auch, was nehme ich da. Also da nehme ich jetzt nicht irgendeine Flasche, die gerade irgendwo im Lager steht, sondern dann schaue ich natürlich, dass ich die frisch von der Abfüllung runternehme und schaue, dass die Abfüllung vorher gut gelaufen ist, dass die Flaschen schön übergeschäumt sind, dass da möglichst wenig Sauerstoff drin ist. Und wäre also nicht die Flaschen nehme, die ganz am Anfang laufen, sondern also das suche ich mir schon so aus, dass ich meine, dass es passt, aber sicher, ich werde nicht extra in den Suchkessel anschmeißen und jetzt eine Rezeptur machen, damit er nachher 5 Flaschen zum Wettbewerb schickt. Genau, also einer Das Vorderwürze oder, verstehst du? Das Beste wird vom sich Besten. natürlich Das nicht geht halt bei verbessern. Hobbybrauer. Ist das AT-Märzen ein würziges Helles? Also, das ist sicher ein Stück weit, also der Unterschied zwischen einem Hellen und zwischen einem Märzen ist sicher irgendwo fließend. Die technische Beschreibung ist jetzt das eine. Ich würde es nicht als dasselbe bezeichnen. Also jetzt rein von der Technik her, Märzen hat doch ein bisschen einen ausgeprägteren Hopfencharakter und auch ein bisschen einen ausgeprägteren Malzcharakter als jetzt ein Helles. Also ein Helles Ja, ist und der ja gerade Schwefel nicht. sicher nicht und das Helle in Deutschland, das hat ja so ganz einen dezenten Schwefel. Das ist, glaube ich, sehr spezifisch für diese eine Brauerei. Aber Helles ist, glaube ich, immer nochmal ein Ticken runder, hat ein bisschen ein weicheres Malzbild als jetzt am Märzen. Aber das sind jetzt schon wirklich Feinheiten. Ich meine, sicher, wenn ich jetzt als Verkoster beim Bier da drin sitzt, dann werde ich mich mit diesen Feinheiten idealerweise vorher beschäftigt haben. Ich sag mal, der tägliche Endverbraucher, ob jetzt auf dem ein Helles oder ein Märzen draufsteht, ich glaube nicht, dass der sagt, ich kaufe jetzt das Märzen, weil ich mag kein Helles und ich kaufe das Helle, weil ich mag kein Märzen, sondern ich glaube, für 90% der Österreicher ist es mehr oder weniger gleichbedeutend für ein Kriegel. Um Und das so zu sagen. man darf es ja insgesamt nicht überbewerten, weil unterm Strich geht es immer nur darum, also perfekte Qualität, von dem gehen wir mal aus. Aber es muss die leider schmecken einfach. Und es geht unterm Strich um einen wirtschaftlichen Erfolg. Also wenn jetzt das Bier vielleicht nicht zu 100% den BJCP-Vorkommen zum Beispiel entspricht, aber es verkauft sich gut, dann wird die Brauerei nichts an der Rezeptur verändern. So geht's einmal. Definitiv. Und da haben wir einen Bierstil, der da leicht geprüft ist. Das ist nämlich Pilz deutscher Brauart. Das ist eigentlich weg von der Bierstilbeschreibung. Aber es die Brauereien so herrichten, weil es der Markt so verlangt, dann ist es halt auch so. Ist zwar für uns Biersommelier schlecht, weil in einer Blindverkostung würde ich es wahrscheinlich gar nicht als Pilz erkennen. Wenn ich es nicht zufällig kenne, aber würde es halt wahrscheinlich schnell mal mit einem Märzen verwechseln, weil. Meistens sind sie dann nicht mehr ganz so schlank, wie's ein Pilz vielleicht sein sollte. Und dann tue ich mir schon hart, dass ich es als solches erkenne. Also das, was am deutschen Markt von großen Brauereien aus Pils da ist, das repräsentiert den klassischen deutschen Pilztypus natürlich nicht mehr wirklich.
zumindest vom Geschmacksprofil her, von den Parametern her. Das ist natürlich einer Rezeptanpassung über die Jahre an geschuldet, einfach, dass es, ich glaube, wenn ich eine Brauerei bin, die viele Millionen Hektoliter pro Jahr braut, dann muss ich ja zwangsläufig was brauen, was fast an jeden schmeckt, weil sonst werde ich nicht so viel verkaufen. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer Millionen Hektoliter Brauerei und zwischen, sagen wir mal, unsereinen oder wer Birol gerade zuschaut, wir leben auch davon, dass wir mal was brauen, wo 90% sagen, das seid ihr wahnsinnig, das kann man nicht trinken. Und die 10%, denen es taugt, die kaufen es aber wieder und wieder und die suchen das gezielt. Und die sind natürlich dann auch nicht preissensibel und sagen, okay, jetzt ist die Kiste, die blaue Kiste im Supermarkt gibt es heute um 7,99 € und nächste Woche gibt es die grüne Kiste um 7,99 €. Ich glaube auch, dass Ja. hier jeder ja sowieso seinen Markt suchen muss. Und wenn der Markt groß genug Schon. ist, ist es ja völlig in Ordnung, so wird es mal. Also, der Robby schreibt, was ist der Unterschied zwischen einem fränkischen und einem österreichischen Märzen? Letzte Frage. Na, du darfst gerne noch so viele Fragen stellen, wie du es parat hast. Also wir freuen uns über jede Frage. Für mich ist ein fränkisches Märzen, wie soll ich das jetzt sagen? Das hat ein leichtes DMS sogar. Also, das ist oft ein bisschen mit ein bisschen Mais oder Popcorn-Geschmack so versehen. Ich glaube, das Kinder, ich weiß nicht, ob das im Franken auch so ist, aber von diesen Kommunenbräuhäusern, also da haben sie gemeinsam Bier braut. Ich glaube, da haben sie gar nicht so Würze kochen und so Kinder. Aber mir kommt aber vor, die haben so ein leichtes DMS. Also nicht, dass du sagst, boah, jetzt geht es gar nicht, aber. Weiß nicht, vielleicht habe ich eine bessere Erklärung, aber mir kommt es so ein wenig so vor. Das war lustig, bei der ABC habe ich einen Italiener am Tisch gehabt und da ist es um Zickelbier gegangen und da hat eins aber so DMS gehabt, ich bin eh nicht der Fehler sucht im Bier, ganz und gar nicht. Aber wenn es ich erkenne von Haus aus, dann ist es meistens sehr prägnant. Und dann hat der Italiener angefangen, nein, mir wurde gesagt, das tun wir weg, weil das hat einen Fehler. Und der Italiener hat gesagt, nein, das ist sein Nummer 1 Bier. Weil die fränkischen Zwickel, bei denen ist das typisch. Ja, sag ich, aber wir sind da in Österreich, wir haben da österreichische Staatsmeisterschaft und wir bewerten nicht fränkische Biere. Also das ist nicht die Bierstilbeschreibung. Ja, das hat halt dann wieder zu Diskussionen geführt, wie das so oft ist. Aber wir haben uns dann trotzdem durchgesetzt. Mit dem Faustrecht der Österreicher. Aber und deshalb komme ich jetzt auf das Thema. Aber weiß nicht, hast du da eine Erklärung zwischen fränkischen und österreichischen Märzen? Ich meine, Märzen sowieso, ich meine, der Bierstil sind zwei unterschiedliche Bierstile, österreichisches und deutsches Märzen. Also da geht es ja um anderthalb Grad Plato, auch Unterschied. Ich sage jetzt einmal im Normalfall. Österreichisches Märzen ist definiert von 11 bis 13,5 Grad Plato und bayerisches oder fränkisches Märzen geht, glaube ich, bei 13 Plato los und geht, glaube ich, bis 15 oder was, ich weiß gar nicht. Und das ist noch oben offen. Das spielt ja in das Thema Festbier rein. Und Genau. rein von der Farbe her meistens auch ein bisschen satter, schon ein bisschen leichten Genau. kupfernen Bärenton. Also insofern sind das schon sehr, sehr unterschiedliche. Jetzt im, das Fränkische im Speziellen, da möchte ich mir jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster legen. Dazu bin ich leider zu selten in Franken. Und wenn ich in Franken bin, meistens in der Gegend, wo die Biere nach Rauch schmecken. Also das ist nochmal was anderes. Aber da gibt es am Herzen. Da gibt es auch Rauchmärzen, ja. Ja. Aber ich meine, die Bierstile sind grundsätzlich völlig anders definiert mittlerweile, entspringen aber mit Sicherheit aus dem selben Märzen-Bieransatz. Also, das war halt, das kommt halt aus der Zeit, wo man zwischen Georg und Michael kein Bier braut hat und da hat man im März das letzte Bier gebraut, das Märzen-Bier. Servus, Hinterdobler Wolfgang. Wolfgang, Servus. Da hat man dann das Märzenbier halt gelagert und da ist halt ein stärkeres Bier eingebraut worden, sage ich jetzt einmal. Und das Bier ist halt dann verdünnt worden, um über den Winter, also über den Sommer zu kommen. Und je heißer der Sommer und je mehr verbraucht, desto dünner ist halt das Bier geworden, das muss man auch ganz klar sagen. Und so hat sich halt dann auch irgendwo dieser Bierstil unterschiedlich entwickelt zwischen Österreich und Deutschland. Und ich behaupte nach wie vor, dass das Oktoberfest ein Märzenbier-Abverkaufsfest ist. Die haben praktisch da noch
die Fässer geleert mit dem Oktoberfest und dann ist das frische Bier braut worden. Und wir haben auch in der Bierregion bei uns bei den Wirten Einladungskarten gefunden, so aus dem späten 19. Jahrhundert, also Anfang 20. Jahrhundert, da wo drauf gestanden ist, Jänner, Februar, immer wieder Einladung zum letzten Märzenbier. Also das hat dann schon durchaus in die nächste Brausaison eine angehalten. Und Das, dem dann was heutzutage am Oktoberfest ausgeschenkt wird, entspricht ja auch nicht ganz der Festmärzen Stilrichtung. Dafür ist es halt ein Ticken zu hell, sage ich mal, zu leicht, zu süffig. Aber ursprünglich, wie du sagst, gab es am Oktoberfest vor 50, 100 Jahren sicher mal das, was man heutzutage als das deutsche Festbier. Märzen bezeichnen würde, Festbier, ja. Aber das hat man halt auch dann getrimmt, weil irgendwann war dieser Ding nicht mehr notwendig, dass man das Bier für halber zwei, vier braut. Und dann hat man halt speziell ein Festbier braut. Und dann hat man gesagt, okay, dann die Brauer werden immer innovativ gewesen sein und haben halt auch dann in andere Richtungen das Thema gelenkt. Ist das Wiener Lager, also das Wiener Lager, das fränkische Lager? Das haben wir sehr spitzfindig bei den untergärigen Bierstilen. Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, was das fränkische Lager exakt definiert. Das ist Ich glaube, nur, das nur. fränkische Lager gibt es nicht, weil das ist in jedem Dorf anders. Das Wiener Oder Lager ist auf alle Fälle ich ganz. bin aber Hat so mit. frech und am Donnerstag ist der Robby bei dir zu Gast, oder? Ja. Dann freue ich Kommt da mich die am Donnerstag Revanche? über sehr detaillierte Bierstil-Diskussionen. Mittwoch 18 Uhr, Kisby auf Facebook. Jens Luckert hat einen super Live-Beitrag dazu. Oli, ich war der Meinung, da geht es um Stout am Mittwoch. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Oder geht es da am Märzen? Vielleicht magst du das reinschreiben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, Wiener Lager ist mit Sicherheit, glaube ich, was anderes wie ein fränkisches Lager. Also, ohne dass ich das ganz genau Also ich glaube, definitiv sagen kann. da gibt es irgendwo Definition oder einen geschichtlichen Ursprung, der begründet, warum man so baut, wie man es baut. Das fränkische Lager ist in dem Sinn näher zu definiert. Oder ich glaube nicht, dass du einem Franken, einem Unterfranken aufdrucken willst, dass sein Lager ein mittelfränkisches Ach so, Bier jetzt kommen wir da so wieder ist. anders näher. Fränkische Märzen, okay. Okay, kurzfristige Änderung, es geht um österreichisches Märzen. Okay. Ja, das ist sicher eine interessante Geschichte, weil der Jens und ich tauschen sich doch fast jedes Mal aus zu dem Thema österreichischen Märzen, wenn ich im Bierkulturhaus bin. Und vom Malz her fränkisches Märzen. Keine Ahnung, ob die Wiener Malz verwenden oder was anderes. An Jens gefällt es nicht, dass den Bierstil geändert hat, sonst haut in österreichisches Märzen. Zumindest an Zimmermann Jens. Biersommelier Dresden. Ja, kann ich auch nicht sagen. Fränkisches Märzen ist vielleicht vergleichbar mit einem Wiener Lager, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Ich Graf glaube, dass Plato der Name ist. mit anderen ursprünglich nichts zu tun hat, weil er einfach auch natürlich, wenn im Frankenland mit den Zutaten gebraut hat, die verfügbar waren und damals ja der Großteil der Brauereien das selber gemälzt hat. Das heißt, ich denke nicht, dass vor 100 Jahren der fränkische Brauer gesagt hat, jetzt heute mache ich mein Wiener Malz und braue damit ein fränkisches Märzen, sondern der hat sein Malz gemacht und hat damit sein Bier gemacht. Und würde das also jetzt. Würde mich da jetzt nicht in Spitzfindigkeiten verlaufen wollen, Ja, die einzige wie. Parallele, die mir bekannt ist, ist, dass der Spaten mit dem Dreher unterwegs war und ein bisschen bei die laut Andreas Urban, der Schwechater Brauerei, waren die auf der Steher, nennt man das bei uns. Also die waren praktisch, waren so wie auf Spionagetour in England und haben dort gemeinsam geschaut, wie geht es mit der indirekten
Befeuerung oder das indirekte Darren, dass man nicht mehr diesen Rauchgeschmack intensiv im Malz hat. Wie ist das mit der untergärigen Hefe? Wie läuft das? Und diese Scherze, also das haben sie sich gemeinsam mehr oder weniger angeschaut in England. Das ist die Geschichte von Andreas Urban zum Wiener Lager. Und ja, von daher könnten vielleicht Parallelen sein, aber jetzt ist Spaten keine fränkische Brauerei. Also. Eben, also man kann ja, glaube ich, schon sagen, dass die Entwicklung vom Wiener Lager ganz, ganz stark eigentlich aus der Mälzungstechnologie heraus entstanden ist. Und da eigentlich eher auch aus einer, ich sage mal, technologischen Komponente heraus, dass man einfach über den verwendeten Brennstoff, nämlich Koks, einen viel definierteren Brennstoff hatte, mit dem man sehr, sehr gezielt seine Darre steuern konnte und damit für die damalige Zeit sehr helle Bierstile, also sehr helle Malzsorten erzielen konnte, die natürlich auch über die indirekte Feuerung nicht an Rauch oder Holzgeschmack gehabt haben. Ja, aber da sieht man, also dass Bier immer mit einer technologischen Entwicklung einhergegangen ist. Also dass Bier geschichtlich gesehen das immer wieder die Technologisierung geprägt hat, ein Stück weit. Also Kältemaschine oder was denn nie, keine Ahnung, was es für Beispiele gibt. Das erste Transportgut der Eisenbahn war ein Fass Bier angeblich und solche Sachen. Also, Von Nürnberg nach Fürth, glaube ich, ja, was. genau, ganz richtig. Das ist nicht weit, das muss ich auch sagen. Wer das weiß. Also, der Wolfi schreibt, Buchtipp, die Wiener Brauherren, da ist eine Geschichte, da ist die Geschichte sehr gut beschrieben. Du, wie lange haben wir denn noch bis zur nächsten kurzen Zwangspause? 5 Minuten, 6 Minuten. 3 Minuten, Entschuldigung, Drei kürzer. Minuten. Was findet Honso von der neuen Bad Hass-Sirup für DDH-Biers? Also da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, was meint Robby als Sirup. Ich schätze mal, er meint das Produkt namens Incognito. Das ist allerdings, wir sprechen da von einem Hopfenextrakt. Das heißt, von einem mit Hopfen mit überkritisches CO2 oder Ethanol in erster Linie überkritisches CO2 extrahiert. Und ist also quasi man kann man sagen, in gewisser Art und Weise ein aufgereinigtes Hopfenprodukt. Das schaut aus wie Honig, sage ich mal, von der Konsistenz. Und ist dazu gedacht, speziell jetzt Incognito, gar nicht zum Hopfenstopfen, weil das löst sie im Tank nicht aus. Das setzt man im Whirlpool zu und hat halt den technologischen Vorteil, dass du Und nicht warm darfst du es auch kiloweise. nicht geben, weil dann ist es weg. Wenn es über 40 Grad hat, ist es auch verflüchtigt. Na, das ist schon gedacht, um es heiß im Whirlpool zu geben, dieses Ja. spezielle Produkt. Hat halt den technologischen Vorteil, wenn ich sonst kiloweise meine Hopfenpellets in Whirlpool kippe, dann macht das einen riesen Druckkegel und ich habe sehr, sehr viel Verlust, einfach sehr, sehr viel Würze in dem Hopfenmaterial gefangen ist. Und das Incognito, da hast du quasi keinen Feststoff, kein Pflanzenmaterial im Whirlpool. Ich kann es nicht sagen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich kenne Brauereien, die damit arbeiten. Ich durfte schon in Blindverkostungen Biere, die alles gleich waren, außer dieses Hopfenprodukt verwendet haben, verkosten. Ich kann da jetzt nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich muss ehrlich sagen, dass der Unterschied, also wenn du nicht weißt, was da was ist, keine Chance, du schmeckst jetzt nicht raus, das sind Pellets, das ist jetzt dieses Hopfenprodukt. Insofern glaube ich, ist das ein Produkt, das dann interessant ist, wenn wir über größere Maßstäbe reden. Also nicht über 10 oder 15 oder 20 oder 50 Hektoliter, sondern über hunderte Hektoliter, weil da macht es einen Unterschied, ob ich ein paar hundert Kilo Hopfen reinhaue oder nicht. Ja, also vielleicht dann auch, um das ein bisschen zu demystifizieren. Also dieses Produkt ist gemäß dem deutschen Reinheitsgebot. Also das ist jetzt nicht irgendeine giftige Chemie oder irgendein Aroma-Wundermittel. Das ist einfach ein Hopfenextrakt, der spezifisch für den Einsatz im Whirlpool für sehr hopfige Biere gedacht ist. Wie gesagt, selber haben wir es noch nicht ausprobiert, weil ich jetzt für mich persönlich nicht, in meinem Maßstab, für meine Anwendung nicht ganz die Notwendigkeit dazu sehe. Insofern kann ich jetzt keine persönliche Erfahrung dazu sagen. Schöne Grüße an den Bier-Obelix. Das ist jetzt nicht der Hat den Seil. Martin Teidl, das ist der Felix, ist also
sagt der Studienkollege, der, ich denke, noch in Fünf Indien ist, Sekunden haben wir noch, Honzo. an dem Schneiden wir dann Auto. noch mehr, oder? Ja, Bis bis gleich. gleich.